Hallo miteinander zu einem neuen Part von meinem NHL 16 Let's Play und ich hoffe, das mal klappt alles, weil ich muss, bevor wir jetzt hier anfangen zu spielen, muss ich euch noch kurz etwas erzählen. Den Match, den ich jetzt hier spiele gegen ZSC Lions, den habe ich schon mal gemacht, vorgestern, aber irgendwie hat mit drin die Aufnahme einfach abgebrochen. Also das Capturing-Modul hat einfach aufgehört aufnehmen und ich weiß bis heute nicht, warum und wieso das war. Haben es dann anschliessend nochmal probieren, doch haben es einfach nicht mehr zu laufen gekriegt. Haben probiert PC Neustart zu machen, Konsole Neustart, das hat alles nichts gebracht. Jetzt habe ich das Ganze mal ein bisschen Ruhe gegeben. Habe das Kästchen quasi, das Capturing-Modul, das ich habe, einfach mal ausgesteckt. Habe es einfach mal in Ruhe gelassen und gedacht, oh, vielleicht tut es dann wieder. Jetzt sieht es momentan dann aus, als würde es wieder tun und darum starten wir jetzt in den Match rein. Ein Match, den ich eigentlich schon gespielt habe und Leute, es schießt mich richtig an, dass das Spiel nicht aufgenommen worden ist. Weil ich habe in dem Match gegen ZSC Lions gespielt und habe zwei Drittel lang, obwohl All-Star Schwierigkeit ist, eigentlich das perfekte Match gezeigt. Ich bin nach zwei Drittel 4:0 in Führung gewesen. Das erste Goal im Übrigen ist es sogar das eigene Goal gewesen von der ZSC Lions. Und ja, ich habe eigentlich alles richtig gemacht in dem Match. Im letzten Drittel habe ich noch das Goal kassiert, weil ich zu sehr auf Verteidigen mich konzentriert habe. Und dann einfach den Match nicht um. Und glauben die Leute, das hat mich angeschissen. Das hat mich richtig angeschissen. Dann einmal ein Match gut auf dem Schwierigkeitsgrad und dann passiert so etwas. Unglaublich, oder? Aber ja, ich weiß jetzt, dass ich es kann. Ich weiß jetzt, dass ich auf dem Schwierigkeitsgrad bestehen kann. Und wir probieren es jetzt einfach nochmal. Ähnlich gut defensiv stehen, wie im letzten Mal, wo ich den Match gespielt habe, dann kommt das gut. Gut dazwischen gegangen, auch hier alles richtig gemacht noch. Aber ZSC ist schon mal sehr in der Zone drin. Die werden ziemlich eingeschnürt hier. Das war, glaube ich, letztes Mal in der Anfangsphase noch nicht anders gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, es gibt Icing. Habe ich gesehen, dass der wechseln geht. Ich bin glaube das letzte Mal auch, weil der Matchspieler ziemlich eingeschnürt wurde. Auf jeden Fall das erste Goal habe ich erst kurz vor Ende vom ersten Drittel gemacht. Und dann habe ich im zweiten Drittel so richtig aufgedreht. Habe drei Goal schiessen können. Ich habe das relativ schön rausgespielt. Oh, was ist das wieder für ein Pass gewesen? Schön geklärt. Jetzt der Paulsson, der hat übrigens das erste Goal gemacht. He? Und dann kommt der Linkrenner zum Abschluss. Und jetzt wieder Zürcher im Angriff. Ja, meine defensive Arbeit funktioniert noch auch noch einigermaßen. Aber da wieder zwei Spieler dran. Keiner kann den Böck übernehmen. Oh, der wäre gefährlich geworden, wenn der Dubois da nicht zur Stelle gewesen wäre. Oh, schön gemacht vom Dubois. Jetzt hier jetzt Scharoni. Der setzt sich aber eigentlich auswechseln da. Was für ein Schuss vom Gregory Scharoni! 1-0! 10 Minuten gespielt, was für ein Knaller vom Gregory Scharoni. Und es steht 1:0. Seht das da nochmal? Sollte eigentlich wechseln, ich will einfach mal schiessen und trifft genau in den Winkel rauf. 1:0. Nicht unbedingt eine zwingende Situation, die es zu dem Goal geführt hat, sondern einfach ein Entlastungsangriff. Und der Scharoni, der sich eigentlich auswechseln lassen sollte, haut mal drauf. Und damit führe ich 1:0. Damit noch früher als im Match. Boah, aber das ist jetzt auch ein schöner Move. Ui, 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 ui. Was für ein Move vom Baltisberger da. Und das gibt 2 Minuten, ja, ganz klar. Check in der Rucke. In Bandenhöhe. Das kann nicht geduldet werden. Und es ist der Ryan Shannon, der raus muss. Nein, der Scheppi. Der Scheppi, Entschuldigung.
Habe nur Sch gelesen, der hat Shannon zu Ferni, aber ich weiß gar nicht, welche Nummer der Shannon hat. Ja, auf jeden Fall 2 Minuten Überzahl jetzt für mich. Die Chance aufs 2-0. Und wir setzen uns gerne mal im dritten fest. Und wir haben einen ersten Abschluss. Guerra kann den Böck in der Zone halten. Forster jetzt. Ah, der verliert den Böck. Genoni mit einem Ausflug. Aber in Unterzahl kann man sich so etwas schon leisten. Ambiel jetzt in der Zone. Hat sich die anderen auswechseln lassen. Nein, da kommt einer. Oh, der Pass kommt aber nicht an auf der Red and Back. Dann die Guerra mit einem Abschluss von der blauen Linie. Nicht wirklich zwingend jetzt die Situation, aber vorher hätte der Pass natürlich vom Ambiel kommen müssen. Da, aber der Gehring hat im letzten Moment da der Ambiel am Pass gehindert. Darum ist der Böck nicht in die Mitte gekommen. Sonst hätte der Redenbeck freie Schussbahn gehabt. Und dann lenkt da das 18. Der Schneider hat den Böck noch abgelenkt. Top 10 nach Toren, ja. Ganz ein Haufen Spieler mit 6 Goal. Ich glaube 4 davon sind von mir. Also sehr eine ausgleichende Mannschaftsleistung bisher. Und wieder einer dazwischen. Und dann das mal ist einer von mir im Weg. Oh, was für ein Gewusel da. Ja. Und dann ist der Scheppi wieder zurück und kann gerade den Gegenangriff starten. Ja, guten Abschluss da. Redenbeck. Schlechter Pass auf den Ambiel hätte es auch glaubt. Gut dazwischen gegangen vom Dubois. Und dann kommt der Böck trotzdem in das Lot. Und da steht einer ganz allein. Und die haben keinen Spieler mehr, der dorthin schicken könnt. Jetzt die beiden Wieser. Mit dem Redenbeck zusammen. Schön kombiniert. Oh, und der passt natürlich auch. Und dann kesselt es dann etwa. Ja. Ja. Und der Check vom Vic wäre in echt auch niemals möglich. So in dieser Form gerade auf den Spieler zufahren. Schön gelöst noch vom Genoni. Aber was ist das? Der Vic kriegt einfach jeden Böck. Oh, Wieser nochmal. Ah, Lattenschuss vom Corvi. Latten oder Pfosten, ich habe es nicht genau gesehen. Das wäre es hier noch. Kurz vor Drittelsend auf 2-0 stellen, aber wir sehen Zürcher Chancen. Ja. Sie zeigen nicht den Abschluss vom Corvi, der meiner Meinung nach fast gefährlicher war als der von der Zürcher. Ja, der Schuss geht am Goal vorbei. 1-0, also nach dem ersten Drittel, damit Duplizität der Ereignisse. Also wie schon im Spiel, wo mir verloren gegangen ist. Auch dort ist es 1-0 nach dem ersten Drittel. Und ich hoffe, ich kann jetzt im ähnlichen Stil weitermachen, wie das eben beim letzten Mal der Fall war. Auch wenn ich das mal defensiv ein bisschen schlechter gestanden bin. Und das Goal ein bisschen mehr Zufallsprodukt war. Ja, man sieht es auch, die Zeit in der Offensive bin ich klar unterlegen. Schüsse auch klar unterlegen. Das war das letzte Mal anders gewesen. Letztes Mal war das komplett ausgeglichen gewesen während dem ersten Drittel. Und im zweiten Drittel habe ich jetzt sogar die Führung übernommen. Sowohl in Schüssen als auch in der Zeit in der offensiven Zone. Am Schluss war dann zwar der Z wieder vorne in der offensiven Zone, aber das ist halt daran gelegen, dass ich vor allem probiert habe, gut defensiv zu stehen. Axelsson. Oh, das ist gefährlich. Und es ist wieder der Wick. Der Wick kriegt jeden Böck. Also beim Wick dürfen wir uns in kein Zweikämpfe einlassen. Der fängt jede Scheibe ab. Also um den Weg möglichst einen grossen Bogen ummachen. Ja, jetzt schon wieder zwei Zürcher. Einer lüpft den Paulson den Stock und der zweite nimmt über den Böck ab. Ja, gefährliche Situation da. Paulson ist vorbei. Ja, ist vorbei am Sieger. Und der Pass kommt auf den Axelsson, aber der Flüeler ist zur Stelle. Ja, und der
Bertschi verliert doch fast den Böck. Forster bringt ein bisschen Ruhe rein ins Ganze. Irgendjemand ist da mal den Stock kaputt gegangen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, schön rausgespielt hier, auch wenn eigentlich das erste Pass hätte ich kommen sollen und nicht der Abpraller auf den Stock vom Redenbeck. Oh, aber das ist auch wieder gut kombiniert von den Zürcher. Und da kommen sie Zonen aus. Oh, das ist aber jetzt ein Zuckerpass gewesen. In höchster Bedrängnis zwischen drei Spielern von mir durch. Ja, und ich bin ziemlich am Schwimmen. Ich habe gar keine Chance auf den Böck momentan. Die Zürcher setzen sich da in der Zone fest. Ich probiere ein bisschen den Slot dicht zu halten, indem ich oftmals den Spieler wechsle. Und jetzt mal ein Konter mit dem Dino Wieser. Wird zwar verfolgt, aber Böck verliert er nicht. Und dann der Pass auf den Mark Wieser und er steht 2:0. Der Dino Wieser wird nicht entscheidend angegriffen und dann der Pass ins Slot zu seinem Bruder und es steht 2:0. 33. Spielminute da. Er wird nicht attackiert und dann stellt sich der Mark frei und es steht 2:0. Wieder kein zwingendes Goal da. Zürcher drückend überlegen. Aber die Goal fallen momentan für mich. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ich darf aber die Defensive natürlich nicht vernachlässigen jetzt. Weiter konzentriert hinten drin stehen. Axelsson. Paulsson. Und Lindgren. Die drei Ausländer kombinieren sich aus den Zonen raus. Abschluss vom Lindgren ungefährlich. Da noch abgelenkt. Dubois fängt da den Böck ab. Schaltet sich selber in Angriff ein. Will dann auf den Paulsson zurücklegen und der Böck wird wieder vom Wick abgefangen. Also der Wick ist überall. Ja, und dann hätte ich da jetzt nicht damit gerechnet, dass bei dem Check der Böck erobert werden kann und dann spielt noch der Axelsson führen. Er hätte können angreifen. Ja, Assists. Robert Nilsson auf Platz 1 mit 11 Assists schon in dieser Saison. Vorlage Gott. Aber gegen uns hat er bisher noch keinen Punkt machen können, wie alle anderen von seiner Mannschaft auch nicht. Und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Genoni behaltet aber den Böck bei sich. Nach dem Schuss vom Sieger, was das war. Redenbeck wieder beim Bulli. Gewinnt das Bulli, wichtiges Bulli. Baschu kann aus der Zone rausspielen, der Böck. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Oder auch nicht, er wird gecheckt vom Zürcher und dann fahren sie den Konter, aber Genoni hat den Böck. Ja, der Fritsche ist das gewesen, der da der Baschu umgenietet hat. Und dann ist plötzlich ein zwei da sehen wir das nochmal. Und dann wird der Böck schnell nach vorne gespielt. Oh, Baschu sogar verletzt. Baschu sogar verletzt. Darum ist also schnell abgepfiffen worden, nachdem Genoni den Böck hatte. Mark Wieser, er hat es 2:0 gemacht vorher. Jetzt einfach ein bisschen das Spiel beruhigen, aber es klingt mir gar nichts beruhigen, weil Zürcher momentan so aggressiv auf dem Mann spielen. Aber die Wieser-Brüder sind wieder am Wirbeln. Und das ist eigentlich auch 2 Minuten gegeben. Das war auch wieder ein Check in der Rücke gewesen. Aber es gibt keine Strafe, das mal 2:0 nach 2 Drittel. Also die Duplizität hat aufgehört. Aber die Führung ist trotzdem da. Und das Mal habe ich nur eine 2-0-Führung. Vor dem letzten Drittel, letztes Mal wäre es eine 4-0-Führung gewesen. Aber trotzdem, 2-0 nach 2 Drittel auf All-Star. Ist natürlich auch eine starke Leistung. Wir werden es aber in den Statistiken schnell sehen.
15 zu 8 Schüsse, 8,5 Minuten sind schon in meiner Zone drin, 90% Passquote, also das sind natürlich Werte, wo ich nur davon träumen kann. Aber jetzt gilt's, den Sieg heimzuholen. 2-0 ist natürlich ein giftiges Resultat, weil nur bei einem Gegentreffer wird schon wieder extrem schnell, extrem eng. Darum nach Möglichkeit gar nicht die erste Zürcher eine Torchance zugestehen, aber da kommt sie schon und gerade nochmal eine. Also dass wir keine Torchance zugestehen, das wird nicht funktionieren. Dafür ist der Schwierigkeitsgrad einfach zu heavy. Und da kommen sie schon wieder. Wieder der Weg. Und jetzt kann er mal das erste Mal befreit werden. 3 gegen 2 Situation. Ja, aber ich will auf der Linkgren spielen und nicht auf den Axelsson, der deckt ist. Linkgren fängt den Böck ab und spielt dann einfach mal raus. Es wird auch kein Icing geben. 3 gegen 2 so verschenken ist natürlich auch nicht gerade toll. So, Paulsson. Kann der Böck kontrollieren. Spielt auf der Redenbeck. Da muss er sich auswechseln lassen. Paulsson ist geblieben und der wird jetzt auch ziemlich übel umgenietet. Raten wir mal von wem. Natürlich vom Wick. Der schon Ewigkeiten auf dem Eis ist und einfach nicht müde wird. Wick nochmal. Ah, jetzt verliert er aber den Böck. Und es steht 3 zu 0. Es steht 3 zu 0. Scharoni auf der Ambühl. 3 zu 0. Da sage ich es gerade noch. Der Wick wird einfach nicht müde. Und dann macht er eben einen Fehler, weil er eben offensichtlich doch müde worden ist. Scharoni kann den Böck übernehmen. Bedient der Ambühl und es steht 3 zu 0. Ist das die Entscheidung in dem Spiel? Ich hoffe es auf jeden Fall. Noch 12 Minuten zu spielen. Bisher meine Abwehrarbeit sehr solid. Und jetzt fällt dann doch schon das 1 zu 3, ja. Gehring komplett frei im Slot. Keine Ahnung, wo meine Spieler jetzt da wieder gesehen sind. Nicht in der Defensive auf jeden Fall. Und keine Minute nach dem 3 zu 0 schießt Patrick Gehring das 3 zu 1. Da, schau mal, wie frei der steht. Alle fünf Spieler sind auf der rechten Seite. Der Guerra noch so einigermaßen im Slot, aber halt zu weit weg denn vom Gehring. Und es steht 3 zu 1. Ja, nichts war mit vorzeitiger Siegsicherung. Das haben wir eigentlich genau das Gleiche, immer noch. Einfach mit auf beiden Seiten ein Goal mehr. Ja, dass der Böck abgefangen wird. Glauben auch nur die EA-Programmierer. Dass so einer so abgefangen werden kann, nie im Leben. Nie im Leben. Ich habe schon Haufen Hockey-Match gesehen, aber so etwas, nein. Und schon wieder ein gefährlicher Angriff. Oh, gut befreit, aber das ist nicht möglich, wie die die Böcke abfangen haben. Das ist gar nicht möglich. Und dann kann ich noch nicht einmal den Böck wegspielen. Irgendwie im letzten Drittel ist es immer komplett ein anderer Match. Das ist schon gegen Bern so gewesen. Im letzten Drittel, auch in der ersten Aufnahme, die ich gemacht habe. Schaut da, Schüsse im letzten Drittel. 6 zu 1. Ich habe einmal geschossen und habe getroffen. Aber ich komme gar nicht zur Zone aus. Meine Spieler laufen einfach mal irgendwo hin. So, jetzt noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ist aber fast nicht möglich. Schau mal, wie tief die Zürcher da stehen. Muss da mal einen Konter geben. Redenbeck. Am Goal vorbei. Aber die bleiben in der Zone drin. Ja, und dann wird der Scharoni vom Seger aus dem Stand am Banden gesärbelt. So, dass er gerade den Böck verliert. Und der Böck natürlich fliegt irgendwo. Dann will ich reingehen und dann geht ein zweiter Mann auch noch rein. Vorher passiert nichts und wenn ich reingehe, geht ein zweiter raus. Das ist doch... Na. Und wieder haut der Sieger den Scharoni um, also... Ja, ja.
Ist natürlich schon so, wenn der Schiaroni mit Tempo in den Seger rein... Oh, Pfosten, Pfosten. Wenn der Schiaroni mit Tempo in den Seger reinfährt, dann ist der Seger natürlich schon ein Fels in der Brandung, der einfach mal stehen bleibt. Oh, und plötzlich Raum für den Paulsson. Schiaroni. Und der Flüeler lenkt den Böck ab. Noch 2 Minuten zu spielen. Man sieht wieder eine Zürcher Chance. Also Bullis, da kann ich wenigstens mithalten. Paulsson. Lindgren. Axelsson. Kommt da nochmal an den Böck her. Und jetzt Zürcher mit der Schlussoffensive. Wieder mit dem Wick. Goli ist draussen. Und der Paulsson ist am Böck. Das ist die Entscheidung, oder? Jawohl, das ist die Entscheidung. Markus Paulsson trifft ins leere Goal zum 4:1. 45 Sekunden vor Schluss. Der Dubois hätte können klären und findet gerade noch den Stock vom Markus Paulsson. Und der hat natürlich dann keine Mühe, da ins leere Goal einzuschieben. Aus dieser Position. 4:1, damit das gleiche Resultat wieder wie beim Match, was man nicht aufgenommen hat. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt da noch und ihr hört das auch. Auch wenn das Spiel ein bisschen anders gelaufen ist als in der ersten Aufnahme. Also der Match hat mir jetzt eigentlich vom Spielerischen her überhaupt nicht gefallen. Schiaroni nochmal. Ambühl bleibt im Böckbesitz. Nochmal Schiaroni. Und es gibt nochmal eine Strafe gegen Zürcher. Wegen Haken, 10 Sekunden vor Schluss. Der Center, der muss noch raus. Aber das ändert natürlich an dem Spiel gar nichts mehr. Außer dass es fast nochmal ein Goal gegeben hätte da in der letzten Sekunde. Ziemliches Gewusel vor dem Goal von der Zürcher. Ja, 4:1. Also doch wieder ein 4:1-Sieg. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, wo ich 4:1 gewonnen habe, dass mich das 7-Spiel total unsicher gemacht hat, ob ich jetzt nicht gleich möchte, denn die ganze Saison auf dem All-Star-Schwierigkeitsgrad spielen, weil es ja eben offensichtlich schon möglich ist, wenn man sich einigermaßen konzentriert. Auch wenn es natürlich immer wieder Situationen gibt, wo man sich darüber aufregen muss, weil es einfach irgendwie recht seltsam abläuft. Also die Goal, die ich gemacht habe, war wirklich eins schöner als das andere. Der erste Schuss vom Schiaroni, dann da der Pass auch vom Dino auf den Mark, war auch Zucker gewesen. Und wenn wir da schnell... alle Ereignisse, Tore, so das da haben wir wollen. Und natürlich auch das Goal vom Ambühl, wo dort der Wick zu lange auf dem Eis war, wo der Schiaroni dann den Stock vom Ambühl findet und der sein 7. Saison-Goal macht. Dann kurz darauf aber ja, der Gegentreffer, wo irgendwie alle 5 von mir auf rechts waren, ist natürlich sehr, sehr mysteriös wieder gewesen. Haben ihn aber schnell wieder gefangen, hätte noch einen Pfostenschuss gehabt von der Zürcher, wo eigentlich das 3:2 sein hätte können, wo ich ein bisschen Glück hatte, aber dann hat der Paulsson zum Abschluss ins leere Goal mit ebenfalls seinem 7. Saisontreffer, der Dubois mit 2 Assists, da, wenn wir noch sehen, zum 4:1. Das ist natürlich ein super Resultat und im Gegensatz zu zur ersten Aufnahme, die verloren gegangen ist, haben das mal alle 3 Drittel gewonnen. Und wir schauen da noch schnell die Statistiken an. Ja, nur 15 Schüsse und 4 Goal gemacht, das ist natürlich stark. Jetzt hat es die 13 Minuten in der Offensive. Da muss ich auch schauen, dass ich da das ein bisschen besser kriege. Aber auch ich habe 8 Minuten in der Offensive dann noch schlussendlich verbracht. 3 Stars sind alle von mir. Oh, Genoni ist schon mal drauf mit 95% Fangquote. Dubois mit 2 Assists ist drauf und Schiaroni mit dem Goal. Und Assist bleibt natürlich weiterhin Topscorer von mir. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Auch wenn ich euch lieber die erste Ausführung gezeigt hätte, die wäre nämlich noch viel besser gewesen.
Aber ja, wir haben 4-1 gewonnen, das Ergebnis bleibt das gleiche. Im nächsten Match spielen wir dann gegen Lausanne, das heisst, der Schwierigkeitsgrad wird wieder abgestellt. Nachher wird er wieder aufgestellt, weil dann kommt schon die Revanche vom ZSC, also sie könnten probieren, uns dann zu besiegen. Und wenn wir es dann irgendwie herkriegen, das Spiel ähnlich gut zu gestalten, dann werden wir vielleicht die Überlegung antreten, ob ich die gleiche also vom All-Star-Schwierigkeitsgrad probieren möchte. Weil wenn wir dann auch auf dem All-Star-Schwierigkeitsgrad alles gewinnen, dann wird es natürlich auch wieder langweilig irgendwie. Aber ja, ist ja gleich. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Match gegen Lausanne auch wieder am Start. Bis dahin, tschüss miteinander.